Hallo, ich bin VR-Dings von den We Are Nerds und wir hatten vor kurzem darüber berichtet, dass es ein Update für den Leap Motion Controller gibt, mit dem es jetzt auch möglich ist, das Gerät vorne an der Rift zu betreiben. Man musste es vorher auf den Tisch legen und es hat dann nach oben geschaut quasi und jetzt kann es mit euch gerade ausschauen. Das hat verschiedene Vorteile, das wollen wir uns gleich im Detail anschauen. Wir haben nicht die Original Halterung, die der Hersteller anbietet. Wir haben es jetzt vorne dran geklebt. Eigentlich sollte das genauso gut funktionieren, wenn ihr ein bisschen schaut, dass es so wie auf der Abbildung dann auch auf eurer Rift drauf ist. Aber dazu gleich mehr. Wir wollen uns jetzt mal die verschiedenen Apps, es sind leider noch nicht viele, anschauen, die der Hersteller dafür bereitstellt und euch hinterher sagen, was wir von dem Gerät halten. Und wir fangen einfach mal direkt an. Wir gehen wieder direkt in das Programm rein. So, und da sind wir auch bei der ersten kleinen Demo. Das ist eine Art Intro, oder zumindest soll es das sein, was uns zeigen soll, was jetzt möglich ist. Und dann schauen wir uns das doch einfach mal an, was jetzt möglich ist. Hier flackert es ein wenig, also es flackert nur hell und dunkel. Ich hoffe, ihr habt nicht dadurch irgendwelche Probleme. Kann aber sein, dafür entschuldige ich mich. Aber wir können daran leider nichts ändern. Unser Monitor ist auch ausgeschaltet. Aber so viel dazu. Ihr seht jetzt hier meinen Schreibtisch und ihr seht hier meine Hände. So. Und was ihr hier halt seht, ist auf jeden Fall, dass alle Finger erkannt werden, einzeln steuerbar sind und dass sogar die Gelenke hier abgebildet werden. Ihr seht das, wenn ich meinen Finger jetzt knicke, dann wird er da in der virtuellen Realität quasi dann auch geknickt. Das funktioniert recht schnell, aber auch nicht immer hundertprozentig perfekt. So, dann haben wir die Finger und wie ihr jetzt schon seht, da passiert manchmal sowas. An sich könnt ihr so weit rausgehen, aber dann, wenn ihr wieder reingeht, gibt es auch Probleme. Es muss halt erst wieder erkannt werden und das kann manchmal kurz dauern, weil das Gerät natürlich nicht immer weiß, was ist eine Hand und was ist irgendwas im Raum. Jetzt seht ihr, funktioniert es gerade mal ganz gut, aber es kann auch schnell wieder passieren, dass es mal kurz unterbricht. Ich meine, das wäre wahrscheinlich so erstmal kein Problem, aber wenn die Hand, so wie da jetzt, aufhört erkannt zu werden, dann ist es natürlich in einem Spiel schon recht schwierig. Ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich jetzt in einem Spiel bin und meine Hand auf einmal weggeht und dann wieder hinspringt, weil auf einmal wird sie wieder erkannt. Das wäre natürlich relativ blöd. Keine Ahnung, wie man das umgehen kann als Entwickler. Aber da müsste man sich auf jeden Fall was einfallen lassen, weil so wie wenn man das jetzt hier sieht und diese Aussetzer doch recht häufig vorkommen, wäre das natürlich in einem Spiel sehr, sehr störend. So viel dazu, das seht ihr auch, wenn ich jetzt meine Hand hier auf die Tastatur lege, dann kann es eigentlich fast gar nicht mehr erkannt werden. Und das ist natürlich auch wiederum blöd, weil man könnte das eigentlich ja schön einbauen, dass man an der Tastatur hier sitzt oder so. Aber das funktioniert nicht richtig, es funktioniert eher so nach vorne. Wenn ich die Hände so habe, schwierig. Gut, und dann schauen wir mal, was wir hier so noch machen können, außer unsere Hände anschauen. Wir können ja einmal so ein Gitternetz machen. Okay. Was das mir genau zeigen soll, weiß ich aber nicht. Dann können wir hier ein paar Bälle hinzufügen. Diese Bälle kann ich jetzt nicht wegschubsen oder ähnliches, sondern ich kann sie lediglich so, ja, wenn ich halt näher komme, gehen die weg. So ein bisschen magnetisch oder keine Ahnung, woher man das kennt. Auf jeden Fall verdränge ich die einfach nur. Das ist ein bisschen indirekt. Ja, uah. Funktioniert auch nicht immer gut, weil halt einfach mal das Tracking manchmal aussetzt. Gut, und dann machen wir mal hier. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil hier können wir uns fühlen wie Superman. Und zwar bewegen wir uns jetzt hier langsam oder stoppen, wenn ich die Hände nach vorne habe. Aber wenn ich die jetzt so mache, dann geht's los. Da und dann fliegen wir. Na komm, die andere Hand findest du doch auch. Na, siehst du? Tracking weg. Problem. Aber solange es geht, funktioniert es. Solange es geht, funktioniert es. Ja, auch wieder sehr schlauer Satz. Nee, also solange die Hände erkannt werden, ist das ganz cool. So hier nach vorne halten, und man merkt doch deutlich, dass es schneller geht. Und so ist wieder langsamer, so ist es mittelschnell und so ist wieder ganz schnell. So, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Das könnte man auch super in verschiedene Spiele einbauen. Aber immer hinderlich, wenn man jetzt irgendwo rumfliegt und auf einmal fliegt man nicht mehr, weil die Hände werden nicht mehr erkannt. Gut, aber so viel dazu. Wir schauen uns jetzt einfach mal gleich die zweite Demo an.
So, und da sind wir auch bei der zweiten Demo. Hier hat sich nicht viel verändert, außer dass ihr seht, dass wir hier Blöcke im Raum auf einmal haben. Ich glaube, die ganze Demo heißt Oculus Pass-Through und wir können hier mal schauen. Hier ist noch ein ganzer Block, den habe ich eben hier schon mal kaputt gehauen. Das Coole ist, wenn eure Hände erkannt werden, könnt ihr hier diese Blöcke halt anfassen und nicht so wie vorhin einfach nur verdrängen, sondern ihr könnt die richtig umherstoßen. Bam. Das ist ganz cool. Aber wie ihr seht, funktioniert hier das Tracking auch noch nicht vollständig. Ich weiß nicht, ob Leap Motion noch schafft, durch neue Updates etc. das nochmal zu verbessern. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist eine coole kleine Tech-Demo. Also das ist auf jeden Fall super. Wie man das später sinnvoll integrieren kann, weiß ich noch nicht. Aber eine ganz nette Erfahrung ist es auf jeden Fall, mal so Gegenstände umherzuschubsen. Und dann drehen wir uns mal um und dann können wir auch mal den Block nochmal zerschlagen. Hat er meine Hand? Wow. Was natürlich auffällt, kein Feedback. Das ist auch das, was oft bemängelt wird bei solchen Sachen, die die Hand einfach nur erfassen im Raum. Man hat natürlich nicht das Gefühl, wirklich etwas anzufassen. Das ist natürlich sehr schade, aber man hat zumindest das Gefühl, dass man Hände hat. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil gegenüber dem, keine Hände zu haben. Aber es muss auf jeden Fall noch einiges an der Entwicklung geschraubt werden, damit das hier wirklich ein tolles Erlebnis werden kann. Und damit gehen wir auch schon zur dritten Demo. So, und da sind wir auch schon bei der dritten Demo. Und zwar seht ihr hier vor mir eine Kugel, Plasma schwirrt hier durch den Raum und wir können jetzt das Ganze mit unseren Händen manipulieren. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja, es ist bunt, man kann hier ein bisschen rumgreifen, aber gut, das war's jetzt auch schon. Dann gucken wir mal noch, was die letzte Demo so kann, die wir euch zeigen wollen. Das ist auf jeden Fall einfach nur optisch mal ganz schön, mal was anderes und man sieht, wie man das so ein bisschen manipuliert. Aber auch hier verschwindet manchmal einfach meine Hand. Jetzt hält sie mal ganz gut durch, auch bei schnellen Bewegungen. Aber manchmal geht sie auch raus und kommt dann spät wieder rein. Funktioniert komischerweise jetzt perfekt. Ganz cool auf jeden Fall, macht Spaß, aber ist halt auch nichts weiter als eine Kugel. Okay, dann gehen wir gleich zur nächsten Demo. So, wir kommen jetzt auch zur letzten Demo, obwohl wir die jetzt gar nicht in unsere Wertung einbeziehen wollen, weil sie bei uns nicht so wirklich gut funktioniert. Also das Head-Tracking geht irgendwie nicht, ich weiß nicht warum. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber hier ist schon mal ganz schön, was man hier nämlich machen kann. Obwohl irgendwie funktioniert, ja, auch irgendwie nicht. Wenn wir jetzt hier unsere Hände hätten. Na. Okay, hier haben wir jetzt eine Hand. Und die jetzt so drehen, dann öffnet sich das Menü und wir können jetzt hier was auswählen und so. Theoretisch sehr gut gedacht, funktioniert bei uns aber leider nicht wirklich. Deswegen wollen wir uns auch hierüber gar kein Urteil erlauben. Es ist einfach bei uns irgendwie schwierig mit dem Programm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht an irgendeinem Fehler liegt, der jetzt nur bei uns auftritt und vielleicht bei anderen nicht. Und daher wollen wir das einfach mal schnell vergessen und kommen jetzt zur Wertung. So, wir haben einiges ausprobiert. Einiges ist eigentlich schon übertrieben. So viel war es gar nicht. Es waren jetzt vier kleine Demos. Eine davon ging leider nicht richtig. Und die anderen drei sind auch sehr begrenzt in dem, was man machen kann. Ich denke, es hat sehr schön gezeigt, was ist möglich, was erkennt das Gerät, was erkennt es nicht und wann hört es vielleicht auch einfach mal auf, etwas zu erkennen. Und ihr könnt euch jetzt davon ein Bild machen, wie das Ganze auf jeden Fall funktioniert. Kann man es in Spiele integrieren? Wahrscheinlich ja. Ist es bisher in Spiele integriert? Nicht so richtig. Also ich habe zumindest keine Demo gefunden, wo man jetzt den Leap Motion Controller aktiv nutzen kann, so wie er jetzt ist. Das Gerät kostet zurzeit 89,90, wenn ich mich nicht irre, auf der Seite und nochmal 15 Euro circa für die Halterung, wenn ihr die haben wollt. Wenn nicht, klebt euch das Ding mit doppelseitigem Klebeband an die Rift einfach an. Aber bedenkt dabei, es ist bisher wirklich eine Beta, es ist eine Tech-Demo in dem Sinne. Also ihr könnt da ein bisschen mit den Händen rumfuchteln, aber ihr könnt damit jetzt nicht wirklich aktiv spielen und
Ich sehe es auch nicht unbedingt als realistisch an, dass es wirklich viele Spieleentwickler geben wird, die jetzt speziell dafür komplexere Sachen programmieren. Aber das bleibt abzuwarten. Ich sehe auf jeden Fall da einige Probleme bei der ganzen Technik. Zum einen hat man halt gar kein Feedback, also man könnte jetzt auch keinen Steuerknüppel oder ähnliches halt realistisch bedienen. Man würde zwar die Hände im Spiel sehen, aber da hört das Ganze dann auch schon wieder auf. Das ist auf jeden Fall sehr schade, aber ist natürlich klar, das war uns auch vorher bewusst, aber wir wollten das gerne mal testen, wie das sich allgemein anfühlt, mal die Hände im Spiel zu haben. Und da kann man auch eine Parallele zu den ganzen Handschuhen ziehen, die jetzt wirklich nur die Finger erkennen. Und ganz ehrlich, nach der Erfahrung mit dem Leap Motion Controller reicht es nicht aus, einfach nur die Hände in das Spiel zu übertragen, sondern es benötigt schon eine gewisse Art des Feedbacks, sonst ist das wirklich wie Rumfuchteln in der Luft und doch sehr abstrakt und erinnert eher an Kinect oder ähnliches, aber das ist noch nicht die virtuelle Realität, wie wir sie uns auf jeden Fall vorstellen. Das hat ja auch Palmer öfters gesagt, dass es nicht reicht, einfach nur die Hände zu übertragen, sondern es braucht immer den Moment, wo man etwas anfasst, dass man es auch spürt. Inwieweit das wirklich perfekt umgesetzt werden muss, ist eine andere Frage. Aber es fehlt beim Leap Motion und es fehlt auch bei vielen Entwicklungen, die ich zurzeit auf Kickstarter sehe. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich die Zukunft sein kann. Wenn ihr gerne mal damit rumspielen wollt, besorgt euch das Teil. Oder wenn ihr dafür was entwickeln wollt, dann besorgt euch das Teil sowieso. Aber ihr müsst euch immer bewusst sein, dass es wirklich nur eine Demo ist und noch mehr eine Demo ist als jetzt die Rift an sich. Das ist ja auch nur ein Entwicklerprodukt. Aber die Leap Motion oder der Leap Motion Controller, ist wirklich im Moment noch eine Spielerei. Okay, so viel zu unserer Einschätzung. Ich bin VR-Dings von den We Are Nerds und ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Ciao.